Wir können einfach das Geschütz. Wir können das Geschütz in dem Raid abschließen. Wie bitte? Okay, das gucken wir uns jetzt an. Das ist unab. Das ist. Das ist jetzt jenseits von Gut und Böse. Den Chopper. Moin Leute und damit ein herzliches Willkommen zu einem weiteren Last Day on Earth Video hier auf meinem Kanal. Und damit begrüße ich euch auch schon auf der Insel der Toten. Das ist eine Insel, die man momentan nur mit dem Motorboot erreicht vom Hafen aus. Und hier werden wir jetzt nochmal ganz schnell durchrennen müssen, weil ich ehrlich gesagt ein bisschen Seetang farmen wollte. Ich wollte den Seetang selbst nicht unbedingt bei der Seetangfarm im Labor herstellen. Deswegen, ja, bin ich jetzt zwecks dessen hierher. Wir steigen nochmal kurz ins Boot. Im Grunde genommen kann man immer wieder zwischen dem Funkturm und dieser Insel der Toten traden und dort diese drei Seetang aufheben, je nachdem, ob man halt genug Energie hat oder genug Energy Drinks. In meinem Fall wäre es jetzt kein Problem. Also hier könnte man jetzt theoretisch dann wieder hier zum Wachturm und dann wieder zurück oder man pendelt halt direkt zwischen der Sandgrube. Und der Insel der Toten, also die Sandgrube können wir auch autoclearen. Da gibt es auch Seetang draus, drei Stück. Können das Ganze eigentlich noch ein zweites Mal machen. Genau, ja. Darum soll es aber heute nicht speziell gehen, sondern heute geht es um eine Community-Challenge. Und zwar gibt es auf meinem Discord-Server, Link zum Server ist in der Videobeschreibung, bei mir einen neuen Channel. Und zwar ist das der Kanal Challenges Vorschläge. In diesem Kanal können die Community-Mitglieder bzw. hier die Mitglieder aus dem Server verschiedene Vorschläge bringen, welcher Content in den Videos produziert wird als Challenge. Vor kurzer Zeit gab es zum Beispiel die Challenge, dass ich im Raid mit Namilkor arbeite. Also ist ja eigentlich relativ untypisch in dem Raid, Namilkor als Waffe mitzunehmen. Aber um eben halt die Unterhaltung und vor allem auch die Community-Wünsche zu respektieren und aufrechtzuerhalten, habe ich diesen Kanal dann natürlich eingerichtet für euch. Und heute wollen wir uns der Challenge widmen, die von Daisy kommt. Liebe Grüße auch an dich raus. Danke für die ganzen Vorschläge übrigens und auch für den Vorschlag des Kanals. Den blinden Jäger nur mit Minen und Granaten fertig zu machen. Das wird sehr interessant werden, weil ich eigentlich eine komplette Niete bin, was die Granatenwerfen angeht. Und mit Minen selbst zu arbeiten beim Blinden, es könnte schwierig werden. Wir probieren es aus, keine Frage. Wir werden die Challenge auf jeden Fall annehmen und versuchen umzusetzen. Zuerst brauchen wir natürlich auch ein bisschen was an Waffen, weil bis zum Blinden darf ich ja Gott sei Dank Schlagwaffen und Schusswaffen benutzen. In dem Fall werde ich natürlich auf Schusswaffen zurückgreifen. Essen nehmen wir mit. Nicht wundern, warum ich die 12 Glasfaser drin habe. Ich habe die zum Labor gebracht, um den Bioreaktor zu füttern, was die Baurezeptur angeht. Deswegen war da jetzt noch ein bisschen was überschüssig. Hier haben wir auch noch Seetang. Das ist gut zu wissen. Das hatte ich schon gar nicht mehr im Kopf. So, als allererstes noch das hier rein und was zum Trinken nehmen wir mit. Rüstung habe ich komplett an, die wird auch auf jeden Fall reichen. Dann brauchen wir als Schlagwaffe, wäre natürlich praktisch, eine Sägeblattkeule zu nehmen, damit wir hier mit der Sägeblattkeule auch richtig schön Schleichschaden machen können, wenn wir uns an den Zombies dort zum Blinden vorarbeiten. Und da es ein etwas längerer Prozess werden kann, nehme ich hier mal noch ein bisschen mehr an Heilung mit. So, Minen. Granaten. Ich nehme mal 20 Granaten mit. Ich hoffe, das reicht. Minen habe ich jetzt hier nur zwei. Ist nicht weiter schlimm. Ich habe hier in der Inbox mehr als genug. Müsste bei den Waffen dabei sein. Genau. Achso, die müssen wir so rausnehmen. So, jetzt habe ich 13 Stück. 15. Also mehr werden wir wahrscheinlich nicht brauchen. Das wäre schlecht. Gut. Jetzt haben wir alles außer den Bunkercode. Den brauchen wir auch noch. Gehen wir mal schnell zum CB-Funk rennen und dann gucken wir uns das mal schnell hier an. Achso, nee, wo waren der? Hier hinten ist er, ne? Genau. 74918. Tippen wir gleich mal hier ein. 74918, ist klar. Wunderbar. Dann
Auf geht's zu Bunker Alpha. Alright, eine kleine Sache, die mir jetzt im Nachhinein aufgefallen ist, wo ich aber jetzt bereits schon beim Bunker gewesen bin, ist, wir hätten noch Bunkertickets mitnehmen können. Hätten, hätte, hätte, Fahrradkette. So, um dem Blinden natürlich überhaupt erst zu begegnen, beziehungsweise begegnen zu können, müssen wir hier beim Spezialisten in dem Raum das Sicherheitsprotokoll aktivieren und somit wird der Hardcore-Modus eingeschaltet. Vom Prinzip her ist es ja auch beim Labor das gleiche. Beim Labor war es allerdings so gewesen, dass zu dem Zeitpunkt, wo ich das Video gedreht hatte, der Hardcore-Modus gar nicht funktioniert hat. Hardcore-Modus selbst habe ich auch noch nicht gespielt, was das Labor betrifft. Und ich habe auch noch kein Video dazu gesehen. Ich würde ganz gerne mal selbst ein Video machen über den Hardcore-Modus vom Labor. Ich weiß aber nicht, inwiefern sich das dann als schwierig herausstellen wird, weil Labor an sich schon ohne Hardcore-Modus krank ist. Und wenn dann die Zombies durch den Hardcore-Modus, ich weiß ja nicht, wie sich das dann verhält, ob die mehr Schild haben oder so. Das muss ich mir dann nochmal genauer anschauen. Ja, habe ich ein bisschen Angst, dass ich dann irgendwie mit 10 Reanimatoren nicht komplett versorgt bin, wenn ihr versteht, was ich meine. Aber da kümmern wir uns in den nächsten Videos drum. Heute geht es ja erstmal hier um diese Challenge. Hier kleiner Trick 17, wenn ihr die Tür öffnet, auch parallel den Sneak-Button drücken und schon könnt ihr dann hier ranschleichen. Killt den schnellen Beißer, können wir den looten. Perfekt, dann könnt ihr euch hier wieder vorbeischleichen und so spart ihr euch, wenn ihr wirklich nur den Blinden töten möchtet, so wie ich jetzt, die anderen Zombies zu töten. Ja, mit meiner Modifikation, die auf der Sägeblattkeule ist, geht es, soweit ich weiß, nicht, den Giftspeier hier zu töten. Genau, liegt an meinen Modifikationen. Es gibt eine Modifikationskombination auf der Sägeblattkeule, die tatsächlich beim Giftspeier 100 Schaden oder mehr verursacht, wo man tatsächlich auch am Zünder Schleichschaden machen kann, weil der Giftspeier dann ja weg ist und man hat dann quasi freie Bahn. Ging jetzt mit meiner Waffenmodifikation, die ich auf der Sägeblattkeule habe, leider nicht. Die Plastikflasche schmeiße ich jetzt mal nicht weg, weil ich noch Zement herstellen muss für den Bioreaktor für das nächste Level. Empfehle ich auch jedem anderen, der noch kein Zement herstellt, beziehungsweise auch nicht herstellen kann. Hebt die Flaschen auf jeden Fall auf. Ansonsten seid ihr dann auf einen super Raid angewiesen, denn es gibt auch unter anderem in Raids gelegentlich mal eine oder zwei Basen, die eine Kiste haben mit über 300 Flaschen Wasser. Über so einen Raid hatte ich mich echt unnormal gefreut, weil ich Zement herstellen musste, aber kein Wasser hatte. Da war ich extra 5, 6, 7 Mal raiden, um das dann zu finden. So eine Raid, wo man halt richtig viele Wasserflaschen kriegen kann. So, jetzt geht's in die Challenge. Wir brauchen, also ich lasse jetzt logischerweise hier eine Waffe im Inventar. Ich brauche, das mit den Landminen verhält sich ziemlich schwierig, weil wir die Landminen hinlegen müssen. Und wenn wir die hinlegen, kann der uns ja angreifen. Das heißt, wir müssen die Landmine hinlegen und ihn dann in die Landmine reinrennen lassen, sozusagen. Ich probiere mal was anderes. Ich probiere mal was, ob das hier geht, wenn wir die Frage ist, wenn wir jetzt hier vorbeilatschen, ob wir dann davon getroffen werden. Kann hier nicht platziert werden, aber hier. Ich hoffe, ich latsche da jetzt nicht rein in die Mine, ne? Ich ahne Böses. Ich ahne ganz Böses, wenn ich jetzt hier schleiche. Nach unten. Hier vorbei. Ja, hat funktioniert. Sehr gut. Dann lassen wir den da gleich mal reinrennen in die Mine. Komm, 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 hierher. Ja, hier. Lauf, 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 lauf. Oh, ups. Sorry, Leute. Wir wollten es ja so machen. Okay, 20 Schaden macht es allerdings auch, wenn der Jäger uns nicht hittet, sondern in der Wand hängt. Einmal so. Eins, zwei, drei. Ich hätte mehr Minen gebraucht. Wieso der. Warum rennt der eigentlich auch nicht in diese Mine hier rein? Hier, komm. Zack. 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 Na, scheiße gelaufen. Seid verrückt.
Jetzt aber, jetzt muss er doch in diese Kack-Landmine mal rein. Guckt euch das mal an, der steht doch schon an der Landmine dran. Oh, er heilt, er heilt, er heilt. 71. Was war das denn gerade? Ich dachte, dass das nicht mehr, dass das egal ist, welches man drückt. Das ist ja jetzt hier richtig beschissen. 1, 2, 3. Ein und. Ach, okay. Bruh. So, Leute. Ihr treibt mich buchstäblich in den Wahnsinn. Hier liegt eine Landmine. Das heißt, da muss ich jetzt aufpassen, wenn ich reingehe. Meine Leiche liegt nicht hier vorm Eingang des Blinden. Nee. Die liegt dort hinten. Sieht man auf der Karte hier so ein kleines Stüpselchen dort neben dem Terminal. Ja, das wird jetzt lustig werden, Freunde. Jetzt darf ich erstmal mich hier vorbeischleichen an der Landmine vorbei. Ich hab einen Reanimator auch angelegt, ne, zur Sicherheit, weil ich die Leiche jetzt noch leer räumen möchte. Und da wäre das jetzt ganz schlecht, wenn ich sterben würde. Heilen. Und nochmal heilen. Und nochmal. Und nochmal. Und nochmal. So, jetzt rennt er schön weit weg. Jetzt schnell. Schnell, schnell. 1, 2, 3, 4, 5. Das alles rein. Granate hier ran und das hier ran. So, und jetzt ist Polen offen. Jetzt probieren wir es noch einmal. Ich gebe mir beste Mühe. So, 1, 2, 3. Oha, die Granaten, die treffen mich ja auch. Ich muss da aufpassen, dass ich da den Schaden gut abschätzen kann. Die machen Gott sei Dank nicht so viel Schaden, weshalb es noch machbar ist. 1, 2, 3. Oh, heilen. Quatsch, nicht heilen. Sorry, Leute, ihr hört es ja schon wieder hier. Entschuldigung dafür. Okay. Konzentration bleibt. Einmal heilen noch. Und 1 und 2 und 3. Okay, es lohnt sich eigentlich nur, wenn ich zwei Granaten benutze. Es geht, es geht. Ich habe es mir schwieriger vorgestellt. Nur das Problem ist, wo ist jetzt die Landmine hin? Ach so, da ist wahrscheinlich schon reingerannt, ne? Also mit Landmine geht's gar nicht, Leute. Also ich müsste die hinlegen und ehe der dort reinrennt, der muss ja wirklich mit der Spitze auf die Landmine zurennen. Da zählt nicht der Bereich, der dann rot wird. Das ist sehr problematisch. Oh nein, 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 nein. Ah, fuck. So, mehr Granaten, mehr Heilung. Verbandkasten einlösen. Schnell, schnell, schnell. Ey, Leute, das schaffen wir. Kriegen wir hin. Nochmal. Na gut, zwei Granaten reichen ja. Ja. Zweite Granate hat natürlich nur 20 gemacht. Aber 71 Schaden ist halt okay. Es ist halt okay. Aber es ist definitiv keine gute Variante, den Blinden zu machen mit Granaten. Also da muss man wirklich zu viel haben. Und man muss wirklich schnell genug sein, ne? Also ihr müsst gleich, wenn ihr dorthin rennt, zwei Granaten werfen, dass die auch beide diesen 71 Damage machen. Aber es gibt halt Waffen, die wirklich wesentlich mehr Schaden machen von der Gesamtheit her. Zack und zack. Ja, jetzt hat es beides gezählt. Und da haben wir ihn doch. Also zumindest gleich. Ich werde es mal probieren mit der Landmine. So, da legen wir eine Landmine hier hin. Gib Gas, gib Gas, gib Gas, gib Gas, gib Gas, gib Gas. Und lauf weg. Okay. Kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Der muss jetzt nur hier hinrennen. Komm, mein Guter. Hier hin. Hier. Oh, das wird was. Wie viel hat es gemacht? Keine Ahnung. Okay, Landmine geht also doch. Es ist nur ein bisschen schwieriger. Okay, ich kann die nicht setzen, wenn er mich hittet. Alright. Dann hier. Los, schnell. Setz hin, Junge. Gib Gas und schnell weg. Weil wenn der dort reinrennt und wir sind im Bereich, dann sind wir safe gleich. Auch tot. Okay, 68 Leben hat er noch. Na, du Arsch. 66. Ich baller ihn mal runter. Ein bisschen. 54 Leben. Okay. Okay. Oh. Ein Leben.
Komm, 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 komm. Jetzt. 54 hat er. 40 Schaden, okay. 40 Schaden mit der Landmine, 71 mit der Granate. Ich würde sagen, die Challenge habe ich bestanden. Auch wenn ich einmal gestorben bin. Aber ihr seht, es ist machbar. Ja, es ist anstrengender, als wenn wir jetzt normale Waffen nehmen würden. Aber wo bleibt denn da der Spaß? So, dann würde ich mal sagen, treffen wir uns gleich in meiner Base wieder. Alright, Leute, hier sind wir. Ganz kurz, bevor wir in den geplanten Raid starten, wollte ich hier noch die ganzen Packs hier mit euch öffnen. Wir haben hier 21 Stück. Ich würde sagen, let's go, wir öffnen mal die Reagenzkisten, heißen sie ja. Die habe ich extra aus dem Labor aufgehoben für dieses kleine Opening hier. Ist eigentlich schon ziemlich zum Kotzen, wenn ich hier sehe, dass wir sechsmal Alkohol bekommen haben, aber immerhin haben wir auch zwei Katalysatoren, die wir brauchen, um eben im Labor den Bioreaktor zu füllen. So, in diesem Sinne würde ich mal sagen, let's go zum Raid auf die Basis. Alles klar, wir haben eine Player-Basis, Player 9491. Der wird auch unmittelbar gleich geradet. Erstmal noch 10 Kisten des Waffenschmiedes. Warum diese 10 Kisten? Nun ja, mit diesem Update ist hier auch eine interessante Belohnung mit hineingekommen, beziehungsweise drei interessante Belohnungen: der Beschützer, der Gleichmacher und das Ultimatum. Das Ultimatum würde mich mal sehr interessieren. 110 Schaden, die Geschwindigkeit ist natürlich absolut beschissen, aber 110 Schaden und dann noch steht ja da, dass es wirklich auf große Entfernung zu verwenden ist. Wäre ich wirklich mal daran interessiert, auf welcher Distanz denn dieses Gewehr, dieses Scharfschützengewehr, schießt und vor allem, ja, wie sich es auch anhört, würde mich schon mal interessieren. Das wird sicher auch im Labor-Hardcore-Video mitkommen. Ich hoffe, dass ich bis dahin diese Waffe auch habe, dass wir da gemeinsam schauen können, wie sie sich bewerkstelligt im Kampf gegen die Zombies. So, der Elias ist heute auch mit dabei. Ich habe noch schnell den Hundetrog gefüllt. Das sieht nach einer interessanten Basis aus. Wir haben hier ein Geschütz. Das probieren wir jetzt aus. Das probieren wir aus. Vier Schlüssel. Ich brauche vier Schlüssel. In einem meiner letzten Raids ging es tatsächlich, dass ich Sachen einsetzen konnte in eine Baustelle von einer Plündererbasis. Deswegen, ich will das jetzt hier ausprobieren und gucken, ob wir den zusammengebaut bekommen, weil wir im Prinzip nur vier Schlüssel brauchen. Wenn ich keinen in der Inbox habe, renne ich nochmal kurz in meine Base und hole die vier Schlüssel, weil das ist sehr interessant jetzt. Das interessiert mich jetzt brennend. Wir können einfach das Geschütz, wir können das Geschütz in dem Raid abschließen. Wie bitte? Okay, das gucken wir uns jetzt an. Wie bescheuert ist das denn? Was ist das für ein bescheuerter... Warum? Wieso kann ich ein Geschütz in einem Raid einfach zusammenbauen? Das ist komplett beknackt, ey. Was soll ich jetzt dazu sagen, bitte? Und am besten... beschießt es uns jetzt auch noch? Ja, alles klar. Das ist geil. Weil diese Frage konnte mir auch niemand beantworten in den Kommentaren oder allgemein habe ich darauf keine Antwort bekommen. Aber Leute, hier ist die Antwort. Es geht tatsächlich, Sachen in Plündererbasen zusammenzubauen, wenn ihr das mitbringt. Da kommt für mich gleich die nächste Frage auf. Wenn ich hier eine Chopper-Baustelle habe und den Chopper zusammenbaue, was passiert dann mit dem Chopper? Also wahrscheinlich wird man damit nicht wegfahren können, so viel ist klar. Aber wahrscheinlich kann man ihn looten. Das wäre, also, das ist einfach hier unter anderem auch ein LDOE-Secret. Das müsste ich eigentlich gleich mit in meine Playlist auf dem Kanal packen. Ich habe ja so eine Last Year on Earth Secrets-Playlist, wo man halt so ein paar Secrets aus dem Spiel vorstellt. Also das ist ja hier echt eine Kuriosität. Geil, das habe ich auch noch nicht erlebt. Das hat bestimmt auch noch niemand gemacht. Das ist herrlich, dass das funktioniert. Das hätte ich nicht gedacht. Ja, scheiße gelaufen. Mein Chopper ist noch voll. Aber gut, ihr wisst, Chopper belade ich sowieso fast nie in einem Raid. Außer der Raid ist halt wirklich übelst gut. Dann bereue ich es tatsächlich, wenn der noch voll war. So, ich würde mal sagen, wir... Let's do this. Let's do this, Leute. Ey, ich habe gerade so viel. Jetzt bin ich brennend neugierig, Leute. Was passiert jetzt? Gastank in den Chopper hier rein.
Wir crashen, glaube ich, gleich das Spiel, weil das geht über den Tellerrand hinaus. Das ist jetzt jenseits von Gut und Böse. Den Chopper mit einem. Okay, sehe ich jetzt schon, dass wir es nicht machen können. Oh, mies. Schade, ey. Das hätte ich gerne gemacht, du. Ah, oh, Mann, ey. Das wäre jetzt zu geil gewesen, wenn das auch noch funktioniert hätte. Mich hätte es so interessiert, was da passiert wäre. Ah, okay, dann wissen wir es, dass wir Chopper nicht zusammenbauen können, aber Geschütze. Warum auch immer. So, legen wir noch die Glock an. Und wir können heute auch mit der Winchester arbeiten. Jawohl. Na, man hört es schon, dass die zum Kotzen ist. Naja, da müssen wir mal durch, ne? Wo bleibt sonst der Spielspaß und die Unterhaltung? Ich bin immer noch ein bisschen geflasht, dass das so funktioniert hat, wie ich mir das dachte. Ah, guck mal an, hier haben wir so einen kleinen Spot, mit dem wir arbeiten können, um die Zombies beziehungsweise die Bleblober zu beschießen. Zack. Und dann hier wieder hinrennen. Das wird ein guter Spot sein, falls der Blinde kommen soll. Der Große kommen sollte, um die Kisten hier noch leer zu räumen. Ui, hier haben wir ein bisschen was an Eichenbrettern. Das nehmen wir natürlich mit. Eine leere Kiste. Eine leere Kiste. Eine leere Kiste. Ja, warum sind die Kisten hier alle leer? Ja, wahrscheinlich, weil ich das Geschütz zusammengebaut habe, ne? Das hat mir Spiel nicht gefallen. Ich habe das Spiel gecrashed. Jetzt sind die Kisten hier in dem Raid leer. Ne, sind sie nicht. Wenn das so wäre, dann wäre ja auch in der ersten Kiste nichts drin gewesen. Uiuiuiui, jetzt haben wir die Rüstung verloren. Okay, das ist jetzt ungünstig. Hier müssen wir mal ein bisschen mit der Glock nachhelfen. Dann mit der Winchester, die ja eh gleich broken ist. Ja, joa, der mogelt sich erstmal hier rein. Alles klar. Krank. So, was haben wir hier? Oh, die Kohle, die nehmen wir mit. Die nehmen wir auf jeden Fall mit. Also, außer die zwei Stück hier. Und den Aludraht auch. Nicht für mich, sondern für die Plünderer. Im Prinzip würde auch ein modifizierter Speer gehen, keine Frage. Aber ja, wenn man denen was Besseres gibt, dann hat man einfach auch ein gutes Gewissen. Vielleicht kriegt man dadurch ja eine bessere Basis beim nächsten Raid. Ich glaube es zwar kaum, aber. So, hier wieder ein bisschen auf Distanz gehen. Ich wette, wir rennen hier wieder komplett am besten Loot vorbei. Das kann ich mir wieder richtig gut vorstellen, dass wir jetzt hier den besten Loot wieder auslassen. Okay, jetzt können sie doch hier reinrennen, oder? Ich bin einfach zu nah. Genau. Da war ich wohl in Reichweite. Ein Stückchen zurück und dann läuft er wieder weg. Dann kommt er wieder her und dann läuft er wieder weg. Und dann wieder her. Dann wieder weg. Dann wieder her und dann ist er tot. Okay, wir gucken mal in die Kiste rein. Was zu trinken und was zu essen wäre nicht schlecht. Weil ich habe nur noch 5 Verbände und. Ah, wunderbar. Als hätten die es gerochen, dass wir Rüstung brauchen. Sehr gut. Jetzt müssten hier nur noch ein paar Schusswaffen drin sein. Weil das Geschütz steht ja hier auch passend zu der Kiste. Gut, ein Verband. Ah, gut. Gucken wir hier in die Kiste rein. Come on, ich brauche nur was. Hä? Oh, lol, da kommt der Blind, der Gro. Uiuiuiuiui. Los, nimm alles mit. Komm, und weg hier. Komm, lass mich vorbei, du Penner. So, schnell, schnell, schnell. Und dann raus auf die Karte. Wow. Da habe ich jetzt wieder tatsächlich auch dazu gelernt, Chopper und offensichtlich ATV dann damit auch, weil das zwei Kategorien sind. Geschütze sind ja eher mehr die Schießen und Fahrzeuge, ihr wisst Bescheid. Können wir nicht zusammenbauen, aber Geschütze. Wenn die Geschütze zusammengebaut sind, können wir sie dann auch noch wieder broken machen. Ja, interessant. Das ist mal gut zu wissen, ob man es wirklich braucht im Spiel. Schwer zu sagen, aber ich denke, ich habe damit auch die Frage von einigen Spielern gelöst, die sich das auch schon gefragt haben, ob man die Baustellen zusammenbauen kann. In diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zusehen, Kanal abonnieren, um keine zukünftigen Videos zu verpassen. Gerne auch mal in meinen Discord-Server kommen und dort was im Challenge-Vorschläge-Kanal reinschreiben, wenn ihr eine Challenge habt, die ich machen soll. Und in diesem Sinne sehen wir uns dann auch im nächsten Video in aller Frische. Bis dahin. Ciao.